Hallo meine Lieben, so ich nehme euch mal mit auf eine kleine Reise. Wir waren hier beim Joseph Muscat, auch bekannt für die einigen von euch bei Instagram unter Tusi Coral Reef. Da ist sein Instagram Account. Ja, und was soll ich sagen, wir waren bei Joe eingeladen. Wir haben hier kein klassisches Interview geführt, weil Joe war die ganze Zeit mit Christoph Denk von Oceanbo beschäftigt und hatte ganz, ganz viele wichtige Fragen. Ja, so kurz zum Joe. Joe ist in den USA eigentlich schon eine regelrechte Reefer-Legende, ist auch Mentor bei Polo Reef zum Beispiel, ist da auch immer mit in den Videos dabei. Und ja, er hat ja einen wunderschönen 800 Liter Acryltank, wo er auch super seltene Korallen drin hat, wie diese hier gerade. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ansonsten ein recht SBS-lastiges Becken, was auch dementsprechend hell beleuchtet wird. Deswegen haben wir auch hier relativ sehr gut filmen können. Und nur mal kurz angemerkt, wir haben auch hier keinen Filter genutzt. Tatsächlich habe ich das alles so mit der Kamera filmen können, weil es wie gesagt eigentlich extrem helles Licht im Verhältnis war. Und trotzdem war ich sehr erstaunt, dass wir also so krasse Ausfärbungen, speziell jetzt hier der SPS haben. Ne? Ja, wie ihr sehen könnt, er hat wunderschöne SPS in seinem Tank. Ja, ist alles Mögliche vertreten. Wie gesagt, das Becken hat eine Standzeit von 14 Jahren derzeit. Wir haben auch Bilder gesehen. Joe hatte uns gezeigt, wie er das Becken angefangen hat. Es hatte einen ganz flachen Aufbau, war also noch von unten her gesehen. Zur Wasseroberfläche super viel Platz. Er hat dann angefangen, das immer weiter aufzubauen. Immer mehr oben drauf gepackt sozusagen. Ja, und ist dann auch somit immer weiter in die SPS-Schiene reingeraten. Es war so früher zu Anfangszeiten noch mehr LPS-lastiger. Ist heute noch ein Mixed Reef, das seht ihr gleich. Da kommen gleich, es sind auch noch LPS drinnen, so ist es nicht. Ein traumhaft schönes Becken einfach. Wirklich wunderbar. Also ich habe da gefilmt wie ein Wahnsinniger. Weil wunderschön auch. Man guckt sie euch an, die SPS. Ne? Also da ist alles drin vertreten, alles wunderbar ausgefärbt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch LPS vertreten. Ne? Das ist meist alles so im unteren Bereich jetzt angesiedelt. Da fehlt es dann halt auch nicht. Über 200 Hosts, ihr habt es vorhin schon gesehen, es sind auch einige Euphilien drin. Schalisen sind drinnen. Ja, also es ist ein schönes Mixed Reef, wobei ich persönlich noch sagen würde, es geht schon eher in die SBS-lastigere Richtung. Ja, an wunderschöne Tiere zum Teil. Na, hier habe ich auch überlegt, ist das eine Fungia? Ist es keine? Boah, schwer zu sagen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommis reinhauen. Ja, was darf auch nicht fehlen? Rainbow, Shelly, eine Bugatti. Hier noch eine weitere Shellys. Also es ist eigentlich alles in diesem Becken vertreten. Wirklich. Also es ist traumhaft schön. Ich habe das Ding, also wir haben da stundenlang vorgestanden, alles. Also das muss man einfach mal gesehen haben. Ja, und Joe hat auch dort in diesem Becken einen extrem super seltenen Fischbesatz. Da haben mich dann auch schon einige über Instagram gefragt, wo wir vor Ort waren. Hat er den Fisch noch? Warum hast du den nicht gefilmt? Film den mal. Und. Ja, traumhaft schön. Hier sehen wir das Becken mal von der anderen Seite. Das ist ja ein Raumteiler. Wir sind jetzt auf der Büroseite. Dahinter, also wir stehen jetzt in einem Büro. Aber man kann schon fast gar nicht mehr Büro sagen. Denn Joe hat ja noch so einige weitere Becken dort stehen, wo er auch halt Ableger nachzieht. Ableger kann man in den USA auch bei ihm tatsächlich erwerben. Und da gibt es auch noch ein relativ, eine relativ nice Geschichte. Und zwar hat Joe eine besondere Koralle mal bekommen. Und diese Koralle hat er einen Ableger an einen Händler weiterverkauft. Und dieser Händler hat diese Koralle dann im Prinzip großgezogen. Und hier sehen wir die Koralle. Und sie hat dann in den USA den Namen die Tusi Rainbow Granulosa erhalten. Diese Koralle ist unter Blaulicht, ist sie orange. Traumhaft schönes Tier. Hier sieht sie jetzt nicht so orange aus. Hier kommen wir zu der Beleuchtung. Da habe ich leider nur so eine kleine Handyaufnahme. Ihr seht es schon. Es sind tatsächlich noch zwei 400 Watt HQI-Brenner verbaut. Ja, das ist dann hier, wie gesagt, die weitere Geschichte. Auch noch so ein kleiner Favorite vom Joe. Mushrooms, Scheibenanemonen zu sammeln. Und da hat er auch alles da. Also in diesem kleinen Becken, was ihr gerade gesehen habt, liegen Korallen für, ja, ich kann es gar nicht sagen, für über 20.000 Dollar wahrscheinlich an Wert, wenn man diese einzelnen Tiere berechnet, diese ganzen King Kong und Godzilla und wie sie alle heißen. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, hier hat er seinen Ablegertank. Also, ich war wirklich begeistert und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und was soll ich sagen? Thank you, Joe, for letting us visit you.